Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Buzzworld. Wir starten ab heute durch mit den drei neuen Szenarien für die brandneue Island-Map. Wir hatten ja schon alle Aufgaben in Südchina erledigt, wir hatten schon alle Aufgaben in Tschernobyl erledigt. Jetzt haben wir noch drei neue Szenarien auf der neuen Island-Map und damit werden wir heute beginnen. Wir starten natürlich mit dem ersten Szenario. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Deswegen sind die anderen Aufgaben auch noch gesperrt. Wir starten auf jeden Fall heute mit dem Szenario Geysire. Heute Morgen gab es ein Erdbeben und infolgedessen hat die Aktivität der Geysire erheblich zugenommen. Bislang kann niemand genau sagen, wann sich die Aktivität wieder normalisieren wird. Es besteht auch die Möglichkeit von wiederholten Erschütterungen. Du musst den Bus mit Touristen so schnell wie möglich in die Stadt zurückbringen. Aber auf dem Weg liegt ein Geysirfeld. Sei äußerst vorsichtig, wenn du durch das Feld fährst. Ja, würde ich sagen, wir sind vorsichtig. Klicken auf Spielen, legen los und bewundern einfach mal die neue Island-Map. Ich habe mir die Map halt überhaupt noch nicht angeschaut. Ich habe damals, als sie entwickelt wurde, auf Steam den ein oder anderen Screenshot gesehen und ich fand die sah mega schön aus. Man sieht es jetzt hier bei dem Ladebildschirm, dass es eigentlich richtig schön aussieht. Und da ist auch wohl schon der erste Geysir und da hinten ist auch noch ein kleiner Springbrunnen. Sieht aus wie so ein kleiner Springbrunnen da hinten. Ja, jetzt ist der Geysir ein bisschen extrem ausgebrochen. Richtig schön aktiv hier. Sehr cool. Ich glaube, sowas mal live zu erleben, ist auch richtig cool. So, wir müssen aber auf jeden Fall auch mal loslegen. Deswegen starten wir gerade mal den Motor. Wir lösen die Feststellbremse und fahren, würde ich sagen, mal 2 Meter vor. Damit die ganzen Leute hier mal einsteigen können. So, einsteigen. Es kann losgehen. Evakuierung. Okay, ja, okay. Wenn es ein Erdbeben gab und jetzt die Geysire ein bisschen aktiver sind, ist es vielleicht sicherer, wenn wir hier evakuieren. Auf jeden Fall. Alle drinne? Alle drinne. Gut, dann können wir los. Dann können wir los. Ich hoffe ja, dass wir ganz viel coole, schöne Landschaft sehen werden, weil hier gibt es ja auch Vulkane. Hat man ja auch schon gesehen, beziehungsweise hatte ich auch schon mal im Ladebildschirm vorhin, ob ich getestet habe, ob mein Lenkrad funktioniert. Waren auch Vulkane schon zu sehen gewesen. Und bin mal gespannt, was wir alles so sehen werden. So, wir machen aber, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen. Ich weiß ja nicht, was noch alles passiert. Wenn es schon Erdbeben gab, deutet ja darauf hin, wenn jetzt die Geysire auch aktiver sind, dass vielleicht ein Vulkan ausbrechen möchte. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung das am Ende geht. Oh, wir müssen sogar hier mitten durchfahren. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay, wir kriegen auch jetzt Schaden durch Wasser, alles klar. Wie sieht das eigentlich von außen aus? Okay, es spritzt kein Wasser. Ich habe gehofft, dass da jetzt schön viel Wasser am Rumspritzen ist, aber... war jetzt leider nicht so ganz der Fall, aber egal. Man kriegt auf jeden Fall Schaden, wenn man im Wasser ist und man kriegt... Ich bin ein bisschen von der Straße abgekommen. Ich habe die Straße nicht mehr gesehen. Wo ist denn die Straße? Da, okay. Alles klar. Ich habe die Straße gerade überhaupt nicht mehr gesehen. Dadurch, dass wir durch den Geysir durchgefahren sind. Da sind wir ein bisschen abgesoffen gerade. War verdammt knapp, wenn wir beinahe direkt schon gescheitert zu Beginn. Übrigens, wenn ihr wieder ein lautes Gebrumme hört beim Lenken, nicht wundern, Logitech G25 ist wieder am Start. Oh Gott, wir fahren aber auch tief stellenweise ins Wasser rein. Also wenn wir da nicht scheitern, weiß ich auch nicht. Gab es hier keinen besseren Weg, um da durchzukommen irgendwie? Ich weiß ja nicht. Also ich wäre einfach nebendran vorbeigefahren. Aber gut, ist offizielle Straße. Offizieller Weg. Wenn Navi das sagt, macht Tommy das. Spaß. Sollte man niemals machen in der Realität. Wenn das Navi irgendeinen Blödsinn sagt, niemals dem Navi folgen. Immer selber denken. Immer selber denken. So, ich bin recht zügig hier gerade unterwegs, auch durchs Wasser. Wir schnell wieder wegkommen. Gott, hier fließt das Wasser richtig runter. Ich sehe keine Straße. Doch, da ist er. Aber es ist bestimmt eine coole Tour, wenn du jetzt bei so Geysiren einfach durchfährst. Entschuldigung. Die Stimme lässt schon nach. So eine Realität, sowas zu erleben, ist bestimmt wirklich mal Wahnsinn. Ich glaube, Island ist sowieso so ein Inselchen, wo ich gerne mal wäre. Weil ich finde irgendwie, ich finde es da voll idyllisch, voll entspannt, voll cool, was man so sieht auf jeden Fall. Und halt voll die schöne Gegend.
So, wir rasen jetzt einfach mal hier auf die Straße. Ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Aber es wurde ja angekündigt, dass es auch noch zu Nachbeben oder so kommen kann. Oder zu weiteren Erdbeben. Es wäre natürlich Hammer, wenn wir dann sehen, dass irgendwie ein Vulkan ausbricht oder so. Das wäre wirklich krass. Man weiß es bei Buzzworld nie so genau. Das ist ja der etwas andere Bus-Simulator. Oh, jetzt wollte ich gerade überholen, da hat es ein Fahrzeug nachgeladen. Okay, dann halt nicht. Jetzt sind wir gerade in der Kurve, da will ich nicht mehr überholen. Aber es sah halt gerade frei aus, deswegen wollte ich noch schnell überholen, als ich Schwung drauf hatte. Und dann hat es plopp gemacht und es war ein Fahrzeug da. Und wie jetzt schon wieder. War überhaupt nicht knapp. So, wir sollen um 11.49 Uhr bei der Seestraße sein. Ich denke mal, dann haben wir die ganzen... Boah, das sieht so schön aus mit der Klippe hier gerade. Das sieht so schön aus. Da muss man einfach mal schnell ein Foto machen. Sehr schön. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Fahrt vor uns, dann ist das Szenario wahrscheinlich schon fertig. Ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt für die drei Szenarien rauskommen. Ich habe jetzt mal so zwei Folgen angedacht oder geplant. Aber ob es wirklich am Ende dann so ist, keine Ahnung. Vielleicht werden es auch drei Folgen, aber wenn das Szenario jetzt wirklich schon in drei Minuten vorbei ist, dann, dann haben wir vielleicht auch alles in einer Folge schon runtergerattert. So, jetzt hier links, dann sind wir schon da. Also ist man sogar noch schneller da gewesen als gedacht. So, alle Personen wurden vom Geysirfeld evakuiert. Hoffe, sie hatten alle eine angenehme Fahrt und haben diesen spannenden Moment genossen. Ja. Zur Karte gehen. Haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das ging ratzfatz. Fortsetzen. Nächstes Szenario. Vulkanausbruch. Oh, das klingt spannend. Ein starker Vulkanausbruch hat begonnen. Die Evakuierung der Menschen aus den umliegenden Gebieten wurde angeordnet. Ja, während hier schon die Lava läuft, wird erst evakuiert. Du musst Touristen von der Stelle an der Mündung des Vulkans abholen. Ach du Kacke. Ebenso wie diejenigen, die selbstständig vom Berg hinabsteigen. Die Menschen müssen zum Pier gebracht werden. Du musst extrem schnell handeln, da die Lavaströme bereits herunterfließen und alle Straßen bald mit Lava überflutet sein werden. Ich bin mal gespannt, wann wir scheitern das erste Mal. Also ich habe ja eben gerade bei dem Wasser schon gedacht, okay, ab jetzt ist vorbei. Aber das klingt jetzt wirklich so, wir werden scheitern. Wir werden einfach scheitern. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch. Man soll ja nie die Hoffnung aufgeben. Gut, da hinten sprudelt es gewaltig. Das ist unser Bus für die Fahrt. Ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. So, Scheinwerfer an. Los geht's. Dann hauen wir jetzt mal so schnell wie möglich hier ab, während der Vulkan ausbricht. Oh, sind wir gerade ein bisschen aufgesessen vorne. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Da holt man extra aus, damit man nicht ganz so sehr mit dem Popo von der Spur abkommt. Und dann eckt man da erstmal an. So, wir haben ja bestimmt noch Zeit zum Foto machen. So. Sind wir vorne angeeckt? Ich fasse es nicht. Geht ja schon gut los, aber mit so einem Bus auch in so einem Gelände rumzufahren, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Fetter Reisebus und erst mir so einen Feldweg entlang tuckern. Hallo. Grüß Gott. Ihr wollt alle hier weggebracht werden? Kann ich irgendwie verstehen. So, Fahrersitzbeleuchtung lassen wir natürlich aus. Natürlich lassen wir das aus.
Haben wir gleich alle drin? Ich würde nämlich gerne weiterfahren, wenn hier das auf Zeit gehen sollte. So, Tür geht zu. Alle drinne. Dann rasen wir mal den Berg runter, so gut wie möglich oder so schnell wie möglich. Ja, ich weiß, Fahrersitzbeleuchtung kann mit J eingeschaltet werden. Ich möchte das nicht. Ich mag das auch im Bussimulator 21 nicht. Oh oh, die Lava steigt wirklich. Habt ihr das gerade gesehen? Die Lava steigt wirklich. Oha, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir im Spiegel dann gleich die Lava hinter uns her haben. Es hat gerade so richtig schön Donnergrollen gegeben und dann ist die Lava gestiegen. So, alle rein. Beide Türen sind offen, springt einfach rein, wir müssen so schnell wie möglich weiter. So, beide Türen wieder zu. Wir geben mal Vollgas. Oh oh, oh oh, oh oh. Die Lava ist hinter uns. Ich würde ja jetzt gerne mal die Außenansicht einstellen, damit man es sieht, aber die war gerade so verdammt knapp an unserem Bobbes vom Bus. Man hat es im Spiegel richtig schön gesehen. Und da vorne, oh oh, die ist doch auch schon überschussbereit. Hallo, liebe Leute. Rein mit euch. Das war so verdammt knapp. Das war so verdammt knapp gerade. Oh oh. Man hört schon wieder ungemütliche Geräusche. Ich glaube, da kann man auch mal ein bisschen Schaden am Bus riskieren, bevor man in der Lava schwimmt mit der Kiste. Oh oh, hinter uns Lava wieder. Ganz knapp dran. Ganz knapp vorbeigeschossen. Also sieht man das jetzt gerade von hier? Ja, da hinten sind wir gerade noch lang gefahren. Alle drinne? Ich hoffe doch. Sieht so aus. Keine Zeit, keine Zeit. Boah, ist der jetzt mir fast in den Bus reingelaufen, der Typ. Alle drin? Wunderbar. Weiter geht die wilde Fahrt. Oh oh. Wie viele einfach hier noch rumlaufen. Und wie entspannt. Und wie entspannt die einfach hier rumlaufen. Wie, der Bus ist in der Lava verbrannt. Wir hatten doch schon Vollgas drauf. Alter, ist das mies. Okay, Neustart. Die Lava hat unseren Bus berührt. Ist das mies. Ich muss gerade mal ganz kurz pausieren. Es geht gleich weiter. So. Ich bin wieder zurück. Jetzt gehen wir gleich Vollgas. Ja, wenn man die richtige Taste drücken würde, könnte man auch Vollgas geben. So, los geht die wilde Fahrt. Das ist aber heftig. Ich weiß nicht, was wir noch hätten anders machen können. Ja, ich hatte hier am Anfang nur die vordere Tür geöffnet. Wir machen jetzt auch direkt beide Türen auf. Ich werde kein Foto mehr machen. Ansonsten, ich habe die ganze Zeit Vollgas gegeben. Ich hätte nichts anderes machen können. So. Beide Türen sind offen. Springt rein. Ja, die Sitzbeleuchtung. Ach Leute, es sind zwei Türen offen. Aber es war hier schon am Anfang so extrem knapp. Darf halt wirklich keine Sekunde zu viel stehen bleiben. So, driften wir hier mal rum, ohne umzukippen, wenn möglich. Okay, die Lava steigt wieder.
war jetzt wieder der gleiche Stand wie vorher. So ziemlich. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwas anders machen können. So, beide Türen sind offen. Verteilt euch. Wunderbar. So, während die Türen noch zugehen, fahren wir schon mal los. Keine Zeit. Okay, die Lava ist wieder hinter uns her. Man sieht es im Spiegel, aber ich glaube, sie waren einen Meter weiter weg. Ich glaube, die waren einen Meter weiter weg eben. So, die laufen jetzt bestimmt gleich wieder vor dem Bus. Egal, dann fahre ich sie halt um. Wenn sie nicht warten können, haben sie Pech. So, verteilt euch wieder vorne und hinten. Perfekt, fahren wir direkt weiter. Ich hoffe, ich vergesse halt niemanden, wenn ich es so schnell mache. Es rumpelt wieder im Hintergrund. Oh, müssen noch gucken, dass wir nicht umkippen. Aber wie gesagt, in so einem Fall ist es vertretbarer, wenn der Bus einen Schaden hat, als wenn man sein Leben verliert. Oh, enge Kurve, steiler Abhang. Leicht aufgesessen, alles gut. Bus hat keinen Schaden genommen. Hinter uns war gerade wieder die Lava. So, wieder schön verteilen, vorne und hinten ein paar Leute rein. Wunderbar, das läuft ja super. So, muss ich gerade nochmal gucken, dass keiner mehr einsteigen will. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, was wir noch anders machen sollen. Dann ist es einfach nur Glückssache, dass man vielleicht mal eine andere Spur fährt, wo die Lava noch nicht hinkommt oder so. Die laufen aber auch immer nah vor dem Bus. Ah, jetzt lauft ihr hier wieder einzeln vorne rein, oder was? Ihr Heinis. So, es rumpelt wieder. So, am besten wieder verteilen. Ein paar vorne, ein paar hinten. Oder halt eine Person hinten, der Rest vorne. Von mir aus. Ich glaube, eine Person ist gerade durch den Bus gebackt. Wie, die zählt jetzt nicht. Oh, oh, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Wieder leicht aufgesessen. Muss so sein. Bus ist auch nicht für so Gelände gemacht. Und dann auch noch mit dem Tempo. Es ist nicht ganz so gut eigentlich. Oh, es rumpelt wieder. Ich sehe aber gerade keine Lava. Aber Zeit zum Entspannen ist noch nicht. Türen auf. Was man vielleicht noch machen könnte, ist schon mal die Türen aufmachen, bevor man steht. Könnte man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit sparen. Genauso wie ich immer losfahre, während die Türen noch am Schließen sind. Oha, links sieht man den Lavastrom gerade. Sieht aber jetzt schon ziemlich nach Tal aus. Also ich denke mal, wir werden gleich weg sein aus dem gefährlichen Gebiet. So, Türen gehen schon mal auf. So. Funktioniert. Weiter geht's. Hoffentlich alle drinnen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hinter uns hat man gerade wieder die Lava gesehen, wie sie über den Hang drüber ist. Endlich Straße. Jetzt können wir Vollgas geben. Ich glaube, jetzt haben wir das Gröbste aber auch geschafft. Ich denke mal, jetzt wird nichts mehr passieren. Ich glaube, wir sind entkommen. Ich glaube, wir sind entkommen.
jetzt gleich bis zu einer Riesenexplosion geben und dann auf einmal Lava hier überall. Ascheregen. Ich meine, Asche haben wir eh schon hier. Steine, die vom Himmel regnen. Und ich hoffe, wir haben jetzt halt wirklich niemanden vergessen. Das kann natürlich auch passieren, wenn man so schnell macht. Im Spiegel sieht man halt auch nicht alles. Die müssen anscheinend auch noch weg. Oder nee, hier steigen alle aus. Okay, ich hab gedacht, die wollen hier auch noch vielleicht die Ortschaft verlassen. Boah, wir haben es geschafft. Sogar auch wieder beste Bewertung. Nicht schlecht. So, zur Karte gehen. Perfekt. Gut, würde ich sagen, dann können wir auch noch das letzte Szenario ausprobieren. Einige Tage nach dem Ausbruch ist der Vulkan abgeklungen. Die Menschen sind in die Küstenstadt zurückgekehrt. Du wirst eine normale Fahrt machen müssen. Aber wie immer ist das Einhalten des Zeitplans obligatorisch. Gut, ich bin nur gerade überlegen, ob wir das vielleicht in der nächsten Folge machen, weil ich, wie gesagt, nicht ganz so viel Zeit habe. Wenn die Fahrt jetzt noch Viertelstunde, 20 Minuten dauert, dann ist mir das ein bisschen zu lang dann für die Folge. Deswegen würde ich jetzt einfach mal zum Ende kommen. Wir machen in der nächsten Folge hier das letzte Szenario. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Gerne natürlich auch die Videos teilen. Und ja, dann würden wir vielleicht ein paar mehr Leute auf den Kanal bekommen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.